Das wird jetzt. Ey, ich bin ich gehe einfach jetzt so. Ich gehe jetzt einfach so waschen, ne? Wir hatten heute legendäre. Ja? Oh shit. Ja, so heute legendäre. Achtung! Er ist da, mein Bett. Warte, ich hol Stock. Wie ist der zum Bett gekommen? Er hat unser Bett. Jetzt. Hilfe. Alter, ich dachte kurz, er hackt. Aber er hat diese Dings, er ist übertrieben gut ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns gut ausrüsten, Tobi. Sekunde, ich hol mir kurz Rüstung in die Zähne. Er kommt. Warte, sichert mich kurz. Wir sichern? Das ist gerade. Ich hab mich. Nee. So, Sekunde. So, er geht weg, glaube ich. Okay, dann hinterher, Tobi. War heute der Tag eines Teddybärens. Also, Ted. Wo ist ein Gold auf der Insel? Irgendwie. Versteh's nicht. Rogues Welt. Leute, eigenartig. Gold. Sehr, sehr eigenartig. Aber wie kommen wir jetzt gegen den Anleger? Ich hab mir einen maximalen Bogen gekauft. Nee, hast du nicht. Okay. Ja, siehst du? Ich habe seine Lüge einfach enttarnt. Vorsichtig. Wir sind sehr vorsichtig. Cobwebs. Ich fühle mich alt, wenn meine aktive Minecraft-Zeit 7 Jahre zurückliegt. Kann ich nachvollziehen, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so der aktive Minecraft-Hase. Wir sind hier extrem eigentlich gefährlich, ne? Ich war auch aber auch noch nie gut, ne? Aber alles gut, alt ist man erst. Wenn man wann würde man sagen, dass man alt ist? Ich würde sagen nach 60. 60, Mitte 50 hätte ich gesagt, man ist alt. Wir sind Schlussinger wie so ein Trupp von der GSG vor. Ja. Genau, Tobi, wir sind die GSG. Was ist GSG? Kommando Spezialeinheit. Nein, nee? GSG ist die Grenzschutzgruppe. Na, scheiße, ja. Nee, KSK war Kommando Spezialeinheit. Ah, das sind die koranischen Siegeskämpfer. Wie? Die koranischen Siegeskämpfer. Digga, Tobi, lösch dich einfach. Die koranischen. Ich mach gar nicht nach, Digga. Als wenn du den Witz nicht heute kennst. Tag des Teddybärens. Ja, glaub ich dir. Das war nur irgendwie. Ah, er ist hier! Hab ihn? Hast ihn? Ja, angehittet. Was? Ja, als ob er lebt. Tobi, jetzt rauf! Bin down. Das ist gerade extrem. Tobi, ihr kriegt das hin. Der Typ ist ultra low, Tobi. Der Typ ist ultra low. Komm, geht runter. Aber er hat mega Skill. Geht runter. Mit 40 fühle ich alt. Ja, okay, Noah. Wir können, Oh shit. Warte, einer geht von unten. Einer geht von unten. Kann Ossi gehen oder Tobi geht von unten? Okay, Tobi geht von unten. Kann Ossi lenk ihn weiter ab. Tobi, du kriegst das hin. Rauf da. Rauf da, ihr macht ihn fertig. Ja! Ja! Yeah! Easy, Jungs, easy! Passender Sound! Oh. Alter, kein Ossi hat ihn im letzten Moment geschlagen, aber hat da eigentlich 3 Herzen. Sehr schön, sehr schön. Mein Hinter, keine Ahnung, das war. Gefühlt war es episch. Ja, 45 würde ich schon als erhöhtes Alter sagen, aber noch nicht alt. Also, sag mal, unser Vater ist jetzt 47. Ich würde ihn jetzt nicht direkt als alt titeln, weißt du? Ich meine, das 50 ist doch nicht, aber es ist schon alt, das ist jetzt so genau die Hälfte. Gut, da bin ich noch nicht alt. Glück gehabt. Aber, ey, weißt du, wenn man jetzt merkt, ich mal, wie jung ich eigentlich noch bin, ne? Meine Schwester ist jetzt schon 18. Das vorher habe ich das gar nicht mitbekommen, so. Auch weil ich in der Grundschule, so habe ich das gar nicht mitbekommen, weil sie. Das habe ich jetzt so also 18 und ich bin auch 14. Und so 17. Ist auch bald 18 tatsächlich. Siehst du, das ist ganz komisch, ne? Man checkt das so gar nicht. Ist halt ein Boomer. Ich denke immer, wenn ich Boomer in der Serie von Judy ist, okay, Boomer. Fand ich witzig. Naja, nee, ich nicht, okay, der Heidi-Abfahrt.
Boom, was ein lustiges Wort, Real Talk. Also, was machen wir jetzt? Wollen wir den Chat entscheiden lassen, Tobi? Nein, wir entscheiden jetzt. Chat entscheiden, weil ich von Tobi keinen Respekt habe. Kors. Bitte? Wir spielen, wollen wir uns quälen? Spielen wir Kors. Jungs, habt ihr Bock, dass wir uns quälen? Ja, dann habt ihr Bock auf Kors. Oh, ich hab schon wieder Kors ist nice eigentlich. Keine Aussicht, stimmt uns zu, das reicht mir. Jetzt wird unnormal gequält, Digga. Sehr schön. Epi sagt auch, stimmt auch, unseren genialen Vorschlag zu. Warte mal, warum ich in die Runde gegangen bin. Das war die leerste, die es gab. Bin ich wieder eigentlich lost? Ja, bin ich. Musik? Läuft die? Warte. Ja, die läuft noch. Ich habe die Kopfhörer nur gerade sehr leise. Hallo. Sehr schön. So. Und zwar. Warum hast du das Spiel verlassen? Nee, weil die Runde war nicht. Das war eine ganz leere Runde. Sekunde. Achso. Hallo? Ist hier irgendwo wer? Ach, ich geh jetzt einfach hier rein, passt du. Das ist genau eine leere Runde, wirklich. Nee, das ist eine andere, das ist eine kleinere, hier geht schneller voll. So hier ist einer Malte. Sammer! Malte! Was macht der hier? Wir spielen jetzt Malte, mit so ganz viel E's. Übertrieben heftig. Komm, lass machen. Im Oktober circa kommt das Snow-Update zu Minecon. Darauf freue ich mich. Was kommt von Update? Snow-Update, also es gibt ja, Minecraft kriegt ja, ich meinte eigentlich, es soll Tiger kommen, aber ich bin da nicht mehr drin. Also ich gucke jetzt nicht mehr so. Es soll jetzt im Nether auch rutschige, bald mit einem Update rutschige Orte geben. Bro, ich wurde aus dem Lobby gekickt. Ich auch. Es soll aber rutschige Orte, das heißt, wenn du irgendwo hingehst, kannst du abrutschen. Fresh. Aber Malte, wisst ihr, wegen Malte in den Stream-Snipes sind wir jetzt rausgeflogen, ehrenlos. Einfach ehrenlos von Malte. Real Talk, wir sollten ihn bannen. Ja. Ich sag schon mal, Malte ist Traitor. Ja, Malte ist Traitor. Ja, der Witz ist irgendwann so alt, ich glaube, den können wir nicht mehr bringen. Langsam. Ja, der Witz rafft ja auch keiner, ne? Ja, alles gut, nicht. Der Witz ist nur ein Sohn. Aber trotzdem ist er Traitor. Der kannst du machen, was du willst. Ey, guter 1, 2, 3, der ist gefährlich. Ja, meine Siegerwahrscheinlichkeit ist 33%. Jetzt bin ich jetzt Traitor, was meine? TTT. Ja, lass danach mal TTT machen, nach Kurs. Oh, TTT ist richtig gemein. Meine Siegerwahrscheinlichkeit ist 25. Das geht ja. Auf Alltime oder 30 Tage, meinst du? Ja, warte, kurz. Hä, 30 Tage ist 100%, das geht doch gar nicht. Hä? Naja. Gomm hat aber wieder reingeschissen. Musik? Warte mal, kann es sein, dass die Musik läuft oder höre ich sie einfach nicht? Nee, doch, die läuft. Ich nehme die Kopfhörer wirklich sehr leise. Leute, jetzt genug vor mir runtergefallen. Das war halt episch. Ah, Kacke, Digga! Ja, wo man drin besiegt, Treibsand, Puls und ein Zyklon. Oh Gott, da bin ich nicht mehr drin. Bin ich nicht mehr drin, aber ich werde es auf jeden Fall spielen. Und da, ey, Junge, ich weiß, das ist jetzt keine mehr von euch, aber da war, glaube ich, die 1.13 neu, da hatten wir so ein übertrieben cringes Projekt einfach gemacht dazu. Das war mega beschissen. Okay, Aussie hat uns gerade übrigens gerettet. Einfach so, dass du es wisst, weil der eine Dude war im Chor und niemand hat sich darum gekümmert. Chor. Warte. Der Dings, Bam. Ja, Digga, da kannst du nichts machen. Er kann einfach, weißt du, er steht da einfach nur da und du kriegst Schaden. Also hat er gehackt, oder? Weiß ich nicht. Nur komisch. Also muss ich jetzt lauter? Das ist nicht gut. Geh nochmal zum. Oh ja, Der krasse Lasse hackt, meinst du? Weiß ich nicht, los geht's, halt ab, wir haben einen Chor. Also, ich dachte, es wäre Gegner gewesen. Das waren wir. Nee, das ist schlecht für uns. Das war. Wir haben den Chor verloren, Tobi. Das ist für rot? Ja, wir sind rot. Ja, wir sind rot. Ich war im Kurs sicher, ob du im anderen Team bist. Das ist ein Engel. Bitte. So. Tobi, ich hab gar keinen Bock mit dir Minecraft zu spielen. Morgen spielen wir hoffentlich wieder Hitman alleine ohne dich. Ich auch. Wann ist nochmal deine Kommunistenrevolution? Danke. Konfirmation. Der Typ, ich weiß nicht, wie das geht. Tobi, wir sollten ihn, glaube ich, pushen. Der steht da, der ist in unserem Chor drin, ne? Ah, nö, das hätte jetzt wirklich. Was für ein Zufall. Guck mal, wie der. Ja, Armin. Oh, meine Koffer, ich hab die irgendwie total leise, weil mein Ohren übertrieben ist, wehtun.
Okay, gut, Core safe, easy. Er ist wieder da. Was da Palot? Hab ihn. Du willst Revolution. Also das fand ich halt witzig, weil ich habe über Kommunisten geredet, dann über Revolution habe ich irgendwie. Aber fand ich witzig. Ja. Tobi, das ist einfach keine Konvention, du rufst einfach eine Revolution aus. Weißt du? Okay. Gut, ich passe jetzt auf Korf, ihr geht pushen. Du rufst einfach dann neue Republik aus. Mach den Scheidemann. Warum habe ich keinen Flachwitz, Dings in das Soundboard? Stressig. Ja, weißt du, wie viel Flachwitz ich Sound hab? Ey, ich habe gerade gesehen, wie es geht, den weggenatzt hab. Ich bin der Flachwitz-Master. Morgen ist Matti Tag, Puls, ewig Schlaf. Ich hab kein. Ich weiß, manchmal versteh ich nicht, was du sagst, Paul. Aber ich stimme dir einfach mal zu. Oh. Jungs, jetzt müsst ihr auf mein Bogen-Aim achten. 10 vor 10 ist mein Bogen-Aim. Seht ihr, ich habe schon einen Schuss getroffen. Ah, scheiß Digga. Seht ihr? Hab das gesehen, hat seht ihr diesen Aim? 11 von 11, oder? Beinahe sogar 12 von 11, würde ich sagen. 12 von 10, ach, jetzt bin ich mit meinen eigenen Witzen versage ich mittlerweile einfach. Das ist extrem scheiße. Ach, das war ein reden wir bitte gar nicht darüber, dass ich einfach nicht gewusst habe, dass der Typ ein Gegner ist. Das habe ich einfach mal, das ist einfach mal nicht passiert. Ach du Scheiße, was? In Hitman schießt du besser. Das ist doch, in Hitman ist auch leichter. Ich will wieder Hitman spielen. Ich muss sagen, aber Hitman macht mir erstaunlich viel Spaß. Hitman macht erstaunlich keinen Spaß. Ja, morgen ganz frei. Ach, Maschallah. Ich beneide dich, Paul. Morgen also in dem Bezug. Morgen hat die A-Klasse bei uns 2 Stunden Schule. Cool. Die A-Klasse. Ja. Okay, gut. Ich hab ihn. So eine Runde. Achso, der Chor wurde schon zerstört. Ich hab ihn abgehalten, mashallah. Okay, jetzt nur noch der Gegner, der andere Chor, Tobi. Kriegen wir hin. Was ist denn der eine hier? Der baut so eine riesige Fläche unter unserem Chor. Bro, was traurig, wie er gerade runtergefallen ist. Hab ihn. Na! Ey, hätte ich das hinbekommen, das wäre so. Ja, ich habe auch ans Auto gedacht. Ich habe auch ans Auto gedacht bei der A-Klasse. Ich gebe es zu. Weißt du noch mit InScope, mit dem AMG auf dem Backfield? Ja. AMG, CLL, irgendwas. Ich bin mein Auto gar nicht bewandert. Ich auch nicht. Linda und Dennis schenken das übertriebenste Emote. Ich kenne nur Mopeds und das war's. Ey, Jungs, habe ich gerade durch. Ich wollte gerade sagen, das wär doch mein Problem. Oh, ich kenn landwirtschaftliche Maschinen. Warum bin ich so beschissen in diesem Game? Hier, wir kriegen Besuch. Warum hab ich mit der Axt geschlagen? Keine Ahnung, ich hab gewonnen, deswegen bin ich skillig. Die trifft man sich durch den Block. Tobi, ich bin mein Gegnerchor, komm. Wie trifft man? Tobi, ich bin mein Gegnerchor, komm jetzt! Ich muss gerade unseren Chor verteidigen. Tobi, komm jetzt bitte, sofort! Ja, ich mach den hier. Achso, welchen? Left? Warte. Ah, scheiße, Digga, ich bin tot. Ey, ich hab zwei Leute abgehalten, also einen nur richtig abgehalten, aber. Kurs hat mich skillig gefühlt, Real Talk. Ich fahre ein Auto, das reicht ein Autowissen. Denke ich auch. Solange man es fahren kann, muss man nicht mehr wissen. Und so basically sollte man wissen, falls es kaputt ist, was man denn was man denn tun kann. Aber mehr. Da ruft mich einfach mal an und dann komme ich vorbei und repariere. Ja. Nee, ich wollte schon wieder die Trompete anschalten, aber einfach akzeptiert einfach, dass ich einfach ein beschissener Spieler bin, okay? Du bist einfach dumm. Gut. Haben sie auch geklärt. Und ich leg keinen Wert auf Menschenrechte. Vielen Dank, Tobi. Ich frage mich mal echt, warum guckt ihr euch diese Streams an, Digga? Also ich muss echt sagen, ich kann es nicht nachvollziehen teilweise. Also manchmal gibt es Momente, wo ich denke, ja, das ist gerade unterhaltsam. Das würde mich, glaube ich, auch unterhalten. Aber jetzt ist gerade so ein Moment, wo ich mich frage, warum guckt ihr die Streams?
Ich bin jetzt ernsthaft zu dem Chor gegangen. Was ist passiert? Der abgebaut ist. Ich dachte gerade, boah, ich bin gerade so nah und hier ist niemand. Bis ich gemerkt habe. Tobi, naja. Lächtig. Lieber dumm als große Nase. Malte freut sich. Oh, der war. Nee, weil der Paul spielt damit immer auf Malte an, weil Malte halt eine große Nase hat. Na, ist chillig. Es freut mich halt, dass du mega das zu hören, aber ich kann es halt so actually nicht nachvollziehen, ne? Aber es freut mich wirklich. Okay, ich bin beim Chor. Ja, ich auch. Okay, warte, bau grad ab. Okay, bau ab. Ich auch. Nicht abhauen. Oh ja, doch. Der Paul ist zur Seite. Kannst du beschützen? Ja, komm. Tom, komm, Tobi, ich komm auch mit beschützen. Wir haben's. Und? Tobi, da, ja. Ja. Easy, Jungs. Die kleine Ossi gar nicht mehr beachtet. GG. Halleluja. Wir haben uns den epischen Sieg geholt. Wow. Gut, was spielen wir jetzt? Frage, was spielen wir jetzt? Bad Wars nehmen. Ich würde den Stream scheinen lassen, Real Talk. TTT stand ja im Raum. Falls ich darauf immer Bock habe. TTT, ja, dann TTT. Eats Kappa, Digga. Die fand ich einfach. Ich muss das echt machen, dass im Chat das länger angezeigt wird. Ich muss.